So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Miraculous Rise of the Sphinx, wo wir auf jeden Fall eben hier einen kurzen, naja, Anzeigefehler hatten, weil diese eine Seide hatten wir, sag schon, eingesammelt. Und generell, danke, dass du mich aufmunterst, Marinette. Generell sind wir, sag heute, sag dabei, ein bisschen Backtracking zu betreiben. Ja, das habe ich ja, sag, am heutigen Tage, oder besser gesagt, im heutigen Part und auch vielleicht im nächsten Part, mal vor. Um, sag mal, ein paar weitere Macarons zu kriegen, um, sag, weitere Energiekugeln zu kriegen, starten wir, sag, heute mal unseren Weg zurück in ein paar alten Levels. Wir haben ja sowieso, sag, ja auch hier bei, tja, Ladybug, die Befugnis des Supersprungs, des Jojo-Hakens und des Jojo-Enter-Hakens. Bei Cat Noir haben wir ja auch den Supersprung, den Rempelstock und natürlich auch das Zerschneiden. Alle Erkundungsbefugnisse haben wir jetzt, sag, freigeschaltet. Und daher können wir jetzt, sag, auch ein bisschen zurückgehen. Hier fehlen uns ja sowieso bloß noch 26, ja, Energiekugeln. Und dann, sag, auch noch 11 Macarons. Ein Stern hat man auf jeden Fall gekriegt, indem wir ja diese Mission hier abgeschlossen haben. Und ja. Jetzt bin ich ja, sag, auf jeden Fall mal gespannt, ob wir, sag, die anderen beiden Sterne kriegen können, indem wir einfach die restlichen Energiekugeln und die restlichen Macarons einsammeln. Was dabei, ja, sag, auch noch interessant ist, ist natürlich auch die Frage, weshalb ist er, ja, sag, ein Akuma oben links so abgebildet? Schalten wir da vielleicht, ja, sag, noch einen extra schweren Bossfight frei, wenn wir, ja, sag, hier alle Materialien eingesammelt haben? Das ist natürlich jetzt auch eine Sache, die wir, ja, sag, herausfinden wollen. Generell dürfte es jetzt auch nicht allzu lange dauern, bis wir die restlichen Materialien eingesammelt haben. Und ja, mal sehen, wie sich das überhaupt zeitlich hinzieht, weil ansonsten bei den anderen Missionen würde ich dann, ja, sag, bloß ein bisschen In the daytime, I know. zurechtschneiden das Ganze. Bis wir dann natürlich, na, die überfälligen Materialien dann ja haben. An jenen Orten, wo wir vorher nichts machen konnten. Weil uns die jeweilige Fähigkeit gefehlt hat. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind ja generell auch ein bisschen stärker als er sagt, beim ersten Part. Generell auch bei den anderen Parts sind wir jetzt auch um einiges stärker. Und vor allem bin ich da jetzt auch mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt bemerkbar macht. Werden, er sagt, die anderen Materialien jetzt, er sagt, hier, die wir schon eingesammelt haben, hier in der Gegend herumliegen? Oder ist hier alles leer? Okay, wir haben aktuell hier 0. Null Mathe. Okay, das ist jetzt nun wirklich kein Problem. Na, das ist jetzt, er sagt, wirklich kein Problem. Wir schauen uns, er sagt, nochmal kurz hier ein bisschen um. Ist ja sowieso auch schon ein bisschen her, wo wir, er sagt, hier waren. I can do a double jump to reach higher spots. The Akuma must be in his bird call. Let's get it. Okay, immer mal wieder noch ein bisschen hier hin und her schauen, wo wir, er sagt, was übersehen haben könnten. Aber generell würde ich jetzt einfach mal so hier sagen, zur damaligen Zeit müssten doch hier, er sagt, auch schon mal ein paar Materialien herumgelegen haben. Kann es dann, er sagt, wirklich sein, dass wir zu Anfang diese eine Energiekugel, die uns 10 Punkte gegeben hat, übersehen haben? Upsala. Es muss ja einfach so sein. Weil jetzt haben wir hier rein gar nichts einzusammeln. Also kann man es. Also kann man es, sagt, wirklich bloß
eine gewisse Anzahl an Materialien hier sammeln. Ist also wirklich alles sehr, sehr gut abgetimt. Tja, muss ja anscheinend so sein. Und um das herauszufinden, sind wir jetzt generell unterwegs. Aber ja. Alle Macarons und alle anderen Energiekugeln, die wir schon eingesammelt haben, sind ja jetzt nicht mehr hier. Nothing I can't handle. Ich schaue zwar jetzt hier noch mal ein bisschen mich um, aber generell. Warte mal, ist das jetzt der Sack hier nicht der Weg? Nein. Na gut, das nenne ich jetzt erstmal optimal. Wir müssen er sagt nichts doppelt einsammeln. Ist zwar jetzt ein bisschen schade. Aber gut. Ernsthaft? Na gut, dann mal weiter im Text. Let's leave it at that. Das war jetzt hier, sagt der eine Ort, den wir nicht erkunden konnten. Gut, die Macarons hätten wir jetzt zu 100% voll. Nur haben wir jetzt die Energie nicht voll. Tja, wenn wir 10 Energiekugeln zu Anfang übersehen haben. Wo bitteschön haben wir, sagt, die restlichen übersehen? Wie viele Punkte hatten uns gefehlt? Ich glaube, es waren doch 26. Die Freundschaftspunkte. Karte. Es fehlen mir, er sagt, jetzt 5 Energiekugeln. Aber wo sind die denn jetzt, er sagt, abgeblieben? Wo waren die letzten 5 Energiekugeln? Dass ich hier sagt, nun wirklich zu Anfang etwas übersehen konnte. Das mag ja vielleicht noch angehen. Aber so zum Ende des Levels sind, dass wir da sagt, wirklich noch eine Energiekugel übersehen haben? Das finde ich doch jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Okay, das finde ich jetzt noch ein bisschen seltsam, dass wir ja sagt, wirklich eine Energiekugel hier irgendwo übersehen haben sollen. Ah, im Hintergrund. Gut, das war der Hintergrund, also... Okay, das war der falsche Knopf. Also der Hintergrund. Jetzt haben wir, sag hier, wirklich die 100% voll. No rest for the weary. Today is the day the pigeons take a stand against those heartless Parisians who ignored them for too long. Bloß das Blöde aber ist jetzt, ich weiß, er sagt nicht, ob das er sagt. Ladybug and Cat Noir, or else.
The pigeons will reign supreme! Okay, ich wüsste allerdings jetzt allerdings nicht so genau, wenn ich jetzt das Level verlassen würde. Würde das Zersack jetzt zählen? Ich denke jetzt Zersack mal nicht. Weil wie sollte dann Zersack 100% zustande kommen? If I had a penny for every time you've been akumatized, you won't get me this time. You're miraculous. I want them, and I want them now. Tja, das war's. Lucky Charm. Jetzt noch mal kurz den Glücksbringer. Und dann sehen wir mal weiter mit dem Kaugummi wieder. Got it. Und 100% für uns. Time to de-evilize. Gotcha. Bye bye, little butterfly. Miraculous ladybug. Tja. Sollte links jetzt gleich er sagt nicht der Akuma-Schmetterling auf der Karte zu sehen sein, dann könnte es wirklich sein, dass vielleicht am Ende. Okay, Akuma-Modus. Okay, wir haben die 100% jetzt dabei. Aber was ist der Akuma-Modus? Okay, Trophäe erhalten. Super Ornithologe. Aber was soll er sagt jetzt der Akuma-Modus sein? Ist das jetzt sag, wirklich ein etwas... ein Schwierigkeitsgrad, der jetzt freigeschaltet wurde? Oder ist das jetzt sagt wiederum... Wiederum. Einfach nur eine Belohnung. Naja, wir haben jetzt auch noch extra Materialien gekriegt. Dadurch, dass wir, sagt, die 100% bei diesem Bossfight geschafft haben. Ja, da gab es wenigstens noch ein paar Bonuspunkte. An Energiekugeln und natürlich an Macarons. Dann bin ich jetzt erstmal gespannt, wie wir das jetzt weitermachen können. In Bezug... okay. Super Ornithologe. Okay. Mhm, wir haben jetzt insgesamt 38 Macarons wieder. Also gut. Als nächstes wäre Sack Soundwave dran. Und Soundwave... und Soundwaves Litfaßsäule befindet sich ja, sagt, wiederum hier. Ja, da haben wir eigentlich ja auch schon fast alles ja richtig hingekriegt. Das, was uns ja dabei jetzt richtig gefehlt hat, war eigentlich ja wirklich diese... na, die fehlende Befugnis von Cat Noir. Oder was, er sagt auch was vom Ladybug? Ich glaube, da hat er sagt jetzt so doch beides gefehlt. Einmal die Sache mit Ladybug, eine Befugnis, und dann er sagt mit Cat Noir. Ja, der zweite Part ist jetzt, er sagt auch schon lange her. 31. Oktober. Mhm. Aber gut, müssen wir jetzt auch mal sehen, wie schnell wir hierbei vorankommen. Die Sache mit, ja, Klonika, das könnte jetzt eine Sache sein, die ein bisschen länger dauern würde. Die Sache mit Weirdad, da bin ich mal gespannt, ob
wenn wir es beim zweiten Mal durchspielen, also seine Story, ob wir dann vielleicht nicht doch mal einen richtigen Bossfight haben. Weil aufgrund der Skizze, die wir am Kwami-Laden ja freigeschaltet haben, sieht es ja eigentlich ja danach aus, als müsste er mehr tun, als einfach bloß ein bisschen in der Gegend herumlaufen. Naja, aber vielleicht muss es dann halt doch so sein. Was ich eigentlich wirklich nicht glaube. Was sagen wir mal ehrlich? Ein Bossfight gegen einen Boss, der nichts tut? Unwahrscheinlich. Der Bossfight von Gamer, der war wiederum, er sagt ja, sehr gut gewesen. Muss man ja sagen. Muss man einfach sagen, der Bossfight gegen Gamer 3.0, der war gut gewesen. Und ich habe mich da, er sagt, auch mal kurz getäuscht. Reverser war, er sagt, nicht der Zeichner, also der Comicbuchzeichner gewesen. Es war, er sagt, der Autor. It's the Grand Palais. But now it looks more like a nightclub. Mm. Geht ja natürlich auch. Would you like to dance? Score one for Ladybug. Okay, hier ist ja sowieso auch erstmal alles ein bisschen abgegrenzt. Und hier hatten wir ja sowieso auch erstmal, glaube ich, damals alles. I'd like the idea of turning Paris into a music festival. If it weren't so invasive. Ja, wir haben hier eigentlich alle Materialien, glaube ich, eingesammelt. Hätte mir vielleicht ja sag auch vorher nochmal das Video anschauen sollen. Aber wie man ja auch gesehen hat beim ersten Level mit Mr. Pigeon, haben wir auch zu Anfang 10 Energiekugeln. Naja. Irgendwie übersehen. Daher würde es mich auch nicht wundern, wenn wir hier auch zu Anfang irgendwas übersehen hätten. Sieht aber jetzt nicht danach aus. Hm, auch wenn es jetzt hier wirklich den Anschein hatte. It's safe to jump on this thing, apparently. Penny couldn't set up Jagged Stone's concert, so Soundwave turned the whole city into a giant concert hall. Okay, so aktuell würde ich ja, sag mal, sagen, hier ist oh, verdammt nochmal. Okay, so aktuell würde ich ja, sag, sagen, hier an der Stelle haben wir nichts übersehen gehabt. I guess we can trust these arrows to keep moving further. Ich kann mir hierbei zwar noch nicht so ganz sicher sein. Soundwave is using the speakers to expand her powers. Okay, wie bin ich erst da? Wie war ich erst da raufgekommen? Okay, hier haben wir doch alles eingesammelt. Das war doch, glaube ich, jetzt der Anfang gewesen. Gut. Okay, wir schauen uns, er sagt, wirklich überall hier mal um. Dass wir die Kamera eigentlich nicht drehen können, ist eigentlich auch ein bisschen schade, aber... So aktuell scheinen wir, sag, hier wirklich alles gelootet zu haben. Come on. Naja, auch wenn ich immer noch ein bisschen skeptisch hier reinblicke. Let's keep at it.
Tja, alles genau unter die Lupe nehmen. Our sound waves must be causing these things to levitate. Amazing. Tja, alles genau unter die Lupe nehmen. Kann ja immer noch sein, dass wir wirklich eine Kleinigkeit übersahen. Aber ich glaube jetzt... Nein, doch nicht. Ah, doch, 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 hier. Cat Noir, würdest du jetzt... Wieso macht hier Cat Noir jetzt nichts? Okay, die 100% sind jetzt hier aus irgendeinem Grund nicht möglich. Verstehe ich nicht. Aus irgendeinem Grund sind die 100% jetzt hier nicht möglich. Drücke zwar den Kreis, doch es tut sich nichts. Okay, vielleicht müssen wir das ganze Sack neu starten oder wir bräuchten der Sack ein Update. Könnte natürlich ja auch sein, dass hier irgendwas noch nicht so ganz funktioniert, weil hier ein Fehler läuft, ist. Aber ansonsten mit der Befugnis von Cat Noir... Hätten wir doch jetzt eigentlich ja diese Kiste da aufbrechen müssen. Es hat aber jetzt nicht geklappt. Es hat aber jetzt nicht geklappt. Und ich weiß jetzt ja auch nicht so ganz weshalb. Tja, zerschneiden Details. Halte die Taste gedrückt und lass sie wieder los, um bestimmte Objekte zu zerstören. So, halte die Taste gedrückt und lass sie wieder los, um bestimmte Objekte zu zerstören. Also, das hätte man mir auch mal vorsagen können. Also gut, wenn das nun wirklich die Sache war, die jetzt hier gefehlt hat. Dann legen wir jetzt den Sack nochmal los. Dann schneiden wir mal das Ganze zurecht, zu der Stelle, wo wir eben waren. So, da wären wir jetzt erstmal wieder da. Also, wir haben ja eben ja gelesen, wir sollen den Sack jetzt... Kreis gedrückt halten. Ah ja, er lädt auf. Und jetzt loslassen. Mehr haben wir jetzt nicht hingekriegt. Ich muss also wirklich zugeben, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Aber es war jetzt, er sagt sowieso noch nicht die einzige Stelle hier. Wo wir, er sagt, noch was anderes machen mussten. Alright.
Okay, es war immer nicht die einzige Stelle, wo wir hier was freischalten konnten. Da gab es noch ein paar weitere. Müsste doch hier irgendwo... Ah ja, hier. Genau. Okay, dann muss ich irgendwas hier oben bei der... The power of the miraculous will always amaze me. Gut, jetzt haben wir schon 57. Okay, jetzt haben wir, sag schon, 57 Macarons. Es fehlt hier aber trotzdem immer noch die richtige Energiepauschale. Muss man ja dazu auch sagen. Tja, uns fehlt hier noch die nötige Energie. Aber ich denke mal, die können wir, sag auch noch, irgendwo zum Schluss hin freischalten. Wir mussten ja hier auch noch ein paar Lautsprecher zerdeppern. Da war dann sicherlich hier noch irgendetwas anderes zum Freischalten. A sound wall? We can't get through. I'm not going to fall for it. Ja, ich glaube... Ja, ich glaube, hier war ja noch was gewesen. Hm, genau, hier drüben bei den Musiktasten. Och, Menschenskinders. Gut, jetzt haben wir 67 Macarons. Mehr konnten wir allerdings jetzt hier auch nicht freischalten. Na gut. Okay, wir kommen allerdings jetzt auch doch 100% immer näher und ist dort... Da oben scheint wie es aus wo nix zu sein, oder? Oder hatten wir da schon was gehabt? Okay, da drüben ist nichts mehr. Tja, schwierig, wenn man nicht mehr so genau weiß, wo genau man was gemacht hat und nicht. Ist aber jetzt sogar ein bisschen komisch. Do this all day. I'm not going to fall for it. A huge speaker.
like it's where the base is coming from. Okay, auch hier ist er, sagt nichts mehr. Hier auch nicht. Also schön, die letzte Energie, die letzte Energie. No pain, no gain. Ah, hier unten. Das war aber jetzt auch noch zu wenig. Wir haben gerade mal jetzt 67. Wartet mal, wenn ich ja sag, so jetzt der Sack hiervon ausgehe, wie das der Sack gemacht wird. Haben wir jetzt eigentlich nicht allzu viele Fragezeichen mehr übrig? Hier ein Fragezeichen da unten, ein anderes da oben. Okay, wir kommen, sag wie es aussieht, 100% doch ein bisschen näher. Ever dreamed of playing drums, Ladybug? Now's your big chance. One point for Cat Noir. Maybe it's just my feline sense. Wie konnte ich jetzt das hier übersehen? Up in that giant guitar. How many are there? I could do this all day. Okay, wir schauen uns weiter um. Nicht, dass wir hier am Ende wirklich noch wieder was übersehen haben. Sieht mir aber jetzt eigentlich nicht danach aus, als hätten wir hier noch irgendwas übersehen. Stinks to be you. No pain, no gain. Tja, was tut man hier nicht alles, um zu sehen, ob man nicht was übersehen hat? Alright! Now I'm a guitar superhero! Okay, da drüben hätten wir, sag jetzt, noch ein weiteres Ladybug-Zeichen. Oder Zeichen für Cat Noir. Was ist es? Ladybug. So, 72 Macarons und hier hatten wir noch ein bisschen mehr Energie. Also beim ersten Durchgang kann man ja sagen, es aussieht doch einiges übersehen. Wo man
wo man es eigentlich mal nicht glaubt, dass man was übersehen kann. Man meinte, er sagt wirklich, man hatte, er sagt, hier alles so schon gehabt, bis auf das, was man, er sagt, freischalten musste. Aber da täuscht man sich wirklich gewaltig. Move it or lose it. Don't make me laugh. Okay, da habe ich jetzt wirklich auch noch einen Macaron einfach so in der freien Wildbahn übersehen? Wie war das denn jetzt, er sagt, möglich? Also, das finde ich jetzt wirklich verwunderlich. Das ebenfalls. Aber da sieht man auch mal wieder, wie leicht man wirklich was übersehen kann in meinem Level. Man glaubt wirklich, man hat wirklich alles gesammelt. Und dann sowas. Tja, die Anzahl der Macarons ist gleich auf jeden Fall bei 100. Wir haben hier anscheinend aber trotzdem immer noch ein Energieproblem. Okay, das ist jetzt wirklich erbärmlich von meiner Seite aus. War mir jetzt wirklich sicher gewesen, dass wir hier nichts hatten. Aber trotzdem haben wir anscheinend hier mehr in diesem Level übersehen, als was ich glaubte, übersehen zu haben. Ob das am Ende vielleicht doch eher eine Art Mehrteiler jetzt hier wird. Tja, wer weiß. Nothing I can't handle. Aber ganz offensichtlich hat man wirklich hier mehr übersehen, als was ich eigentlich dachte. Okay, hier drüben konnten wir nun wirklich, er sagt, nicht weiter. I think we're on the right track. Na, ich glaube so langsam auch, wir sind auf der richtigen Spur. Und ich hatte jetzt eigentlich auch gedacht, dass wir hier irgendwas übersehen hätten. Hätte ja sein können, dass wir hier irgendwo bei der Bühne hier. Ah, hier haben wir was übersehen. Also gut, wie sieht's jetzt aus? Wir haben jetzt 410 von 450. Und das 81. Macron aus diesem Level. Macaron. Do you like to dance?
bin ja, sag mal, gespannt, wie viel wir hier, sag, noch übersehen haben. Wieso muss ich hier, sag, damit anfangen zu fragen? Aber gut, dorthin dürfen wir nicht. Es ist wirklich gut, dass wir, sag... Das gibt's doch nicht. Wie konnte man das denn, sag, übersehen? Moment. Weil wir es von der Position aus nicht sehen konnten. Oh, und dann wird hier drüben sicherlich auch noch was sein. Einmal Macaron. Und was haben wir jetzt hier drüben noch? Wieder mal irgendetwas zu zerschlagen. For a treat. And that's a wrap. Okay, jetzt fehlen uns also wirklich nur noch 6 Macarons. Verdammt nochmal. Noch 20 Energiekugeln. Okay, 6 Macaron und 20 Energiekugeln. Okay, das ist, glaube ich, machbar. Ja, nochmal Cat Noir. Das müssen dann jetzt die letzten 6 sein, oder? Nein, ein Macaron ist, er sagt, immer noch hier spurlos verschwunden. The music is getting louder. We're getting close. Interessant, aber auch. Es ist und bleibt jetzt hier eine interessante Situation. Tja, zugegeben, es ist und bleibt hier eine interessante Situation. Ein Macaron ist, er sagt, jetzt hier noch spurlos verschwunden. Und dann haben wir jetzt, er sagt, auch noch ein bisschen Energieverlust. Na, das eine Macaron kann dann eigentlich jetzt hier an der Stelle ja bloß irgendwo hier auf den Platten sein. Oder? Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Okay, da haben wir schon mal Energie. Das letzte Macaron. Und damit haben wir auch hier die 100% beisammen. Jetzt werden wir jetzt bloß noch ein bisschen Soundwave, ein bisschen foppen. Und danach können wir eigentlich wirklich sagen, dass dieser Part erfolgreich abgeschlossen wäre. Es war jetzt nun wirklich ein bisschen schade.
Ja, ist zwar am Ende wirklich ein klitzekleines bisschen schade, ja. Dass wir am Ende, sagt doch, unser ursprünglichen Plan doch ein bisschen vergeigten. Ja, und unseren ursprünglichen Plan hatten wir, sag jetzt, wirklich vergeigt, muss man sagen. Ursprünglich hatte ich ja vorgehabt, das Ganze ein bisschen zurechtzuschneiden. You destroyed my stage! Whoopsie! I guess the show's over. Only when the music stops. And I'm the DJ here. All right! Check out this new jam. It's gonna be a blast. I don't have time to waste on these scrubs. Sounders, take care of them now. How does that sound? Check out this new jam. It's gonna be a blast. Verdammt nochmal. Ich lasse mich hier, er sagt, immer noch viel zu leicht treffen. Tja, ich habe mich, er sagt, hier immer noch viel zu leicht treffen lassen. Und sehr viel zurechtschneiden konnte ich, er sagt, jetzt hier am Ende auch nicht. Mic drop. No more evil doing for you, little Akuma. Time to de-evilize. Gotcha. Bye-bye, little butterfly. Miraculous ladybug. What happened? Found it. Tja, Ende Gelände. Wir haben jetzt also auch hier bei Soundwave die 100% voll gekriegt. Noch 130 extra Energiekugeln und 25 extra Macarons. Tja, dafür gibt's jetzt auch wieder eine Trophäe. Die Party ist vorbei. Na gut, ist zwar jetzt ein bisschen schade, muss ich ja sagen, wirklich finden, dass wir jetzt, sagt, das Ganze doch nicht richtig zusammenschneiden konnten. Weil uns am Ende, sagt, doch mehr gefehlt hat, als natürlich, sagt, die, naja, Miraculous-Symbole. So kann man es, sagt, sagen. Oder nein, nicht genau die Miraculous-Symbole, sondern dann eher die Ladybug-Symbole. Uns hat, sagt, wirklich, sagt, mehr gefehlt als die Ladybug-Symbole. Tja, da stellt mir dann auch die Frage, wie viel haben wir dann erst im Level von Weredead übersehen? Tja, die Party ist vorbei, was Neues freigeschaltet. Und ja, 308 Energiekugeln, 121 Macarons. Also gut. Dann würde ich ja, sag mal, sagen, Karte. Die Sache mit Weredead muss ja hier bei der Bäckerei gewesen sein. Ich sollte wütend auf Chloe sein, aber sie wurde entführt. Okay, Weredead ist ja, sag, wirklich hier. Hey, Papa! Marinette, kann ich etwas für dich tun?
Tja, mal kurz das Album anschauen. Ich bin nicht hier, um mein Album anzuschauen. Achso, dann will ich nicht stören. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Abzeichen. Also die Sticker meine ich natürlich. Okay. Das ist jetzt ein bisschen verwunderlich, muss ich wirklich sagen. Gibt es dann hier bei Azek wirklich einen Akuma-Modus noch? Da müssen wir jetzt mal kurz mal vorbeischauen bei Mr. Pigeon. Wir haben ja jetzt die 100% ja voll gemacht. Wie kann es dann jetzt eigentlich hier noch besser gehen? Naja, und dann können wir sogar auch schon mal sehen, ob wir noch ein paar weitere Fähigkeiten freischalten können für Ladybug und Cat Noir. Besonders dann ist er für Cat Noir. Also gut, aktivieren wir nochmal die Karte. Gehen wir sagt nochmal zum Anfangsgebiet hin. Dann schalten wir erstmal noch ein paar neue Sachen frei. Tja, und danach sehen wir mal kurz nochmal kurz weiter. Tja, gute Frage, nächste Frage jetzt. Gut, damit hätten wir jetzt auch schon mal einige Sachen mal wieder freigeschaltet. Nach diesem einen Part. Aber trotzdem. Die Sache mit Nakuma-Modus lässt mich jetzt, sag nicht los. Weil es muss jetzt wirklich so sein, dass wir noch einen etwas schwierigeren Mr. Pigeon-Level oder generell auch noch schwierigere Level hier haben. Wodurch wir dann erst am Ende die 100% auch wirklich kriegen können. So, bei normalen Durchspielen kriegen wir auf alle Fälle ja die 100% der Sack jetzt hin. Sofern wir Sack nun wirklich alles genau absuchen. Aber wie sieht's denn jetzt hier aus? Interaktion. Was ist der Akuma-Modus? Ah, ich verstehe. Ich verstehe, der Akuma-Modus wäre damit, er sagt, noch die schwierige Variante. Hm.
ob ich das ehrlich gesagt noch machen sollte? Nun denn, erstmal würde ich ehrlich gesagt mal meinen, dass wir die normal... Warte, was war das jetzt eben? Gut. Naja, wenn wir sagt wirklich 100% anstreben würden, dann müsste man das er sagt wirklich am Ende er sagt noch machen. Tja, ansonsten sammeln wir jetzt erstmal für den nächsten Part ja generell er sagt noch diese noch das Where That Level aus und dann er sagt vielleicht er sagt noch das Gamer Level. Somit sage ich dann erstmal an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.